Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel 1. Wie schon angekündigt, wird Formel 1 so ziemlich jetzt nur noch zweitägig kommen. Wir starten okay, mal wieder vom ersten Platz. Wir waren wirklich großartig. Das war eine fantastische Fahrt. Während wir uns nach diesem aufregenden Qualifying wieder etwas entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Hier in Russland beginnt gleich das heutige Rennen. Wir sind im Sochi Autodrom und die Fahrer... Wir sind so gut wie bereit. Wir haben ein paar...
Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,8 Sekunden. Was passiert, wenn wir unsere Bremsen auf den roten Bereich abbremsen? Okay, es kommen nur ein paar Warnzeichen. Mit, okay. Schade. Ich dachte, das kommt nicht mehr. Shit. Das war nicht gut. Scheibengleis. Gleisstumpf, würde ich sagen. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Es war wieder knapp. Es war wieder knapp. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8,2 Sekunden. Ups, da kommt ja eine Kurve. Fantastisches Rennen. Der Weltmeistertitel gehört dir. Was für ein Ergebnis. Genieß es. Komm schon. Alter. Jetzt beginnen die Feierlichkeiten und selten waren sie so verdient. Mancher mag es einfach ausgesehen haben, aber jeder Rennfahrer wird Ihnen versichern, dass es alles andere als einfach ist, sich monatelang auf höchstem Niveau zu messen. Aber jetzt kann ihn niemand mehr einholen, denn wir haben einen neuen Formel-2-Weltmeister. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Carlen heute den Sieg eingebracht hat. Und ich frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz? Ich überspringe mal kurz.
Also, Davide Vasecki, wen würdest du als Fahrer des Tages wählen? Wenn man sich überlegt, wo Nikita Mazepin begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute Fahrer des Tages sein. Carlin hat... Und wie geht es jetzt weiter? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.